Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Wir haben uns den letzten Tabellenplatz absolut spitzenmäßig erkämpft. Heute gehen wir gegen den nächsten Flaschenverein FC Köln, die ebenfalls moralisch wahrscheinlich sehr weit unten sein müssten. Ich denke, ich nehme Königsdörfer heute aus der Stammaufstellung raus. Alle sind sie scheiße drauf und das geht mir auf den Sack. Meine Fresse, das ist so eine... Nein, ey. Ja, im letzten Spiel haben wir eindeutig versagt. Es müssen die ersten drei Punkte her, vielleicht im Regen von Köln, bevor ich hier wirklich noch platze. Und ich hoffe auf eine stabile Leistung endlich mal. Einfach mal eine stabile Leistung. Das wäre doch mal was. Einfach mal ein bisschen Mühe. Einfach mal ein bisschen bissiger. Ich weiß nicht. Ich muss, glaube ich, das Training wieder anstellen. Aber das kostet einfach zu viel Zeit. Das regt mich auf. Das will ich nicht. Können die nicht einfach so gut spielen? Was ist das für eine Option? Egal. Dresden in einem Formtief historischen Ausmaßes. Oh, und Köln ist ebenfalls nicht gerade sehr hoch mit der Motivation. Deswegen darf das ein Gurkenspiel werden oder so. Keine Ahnung. Werden es sehen. Bundesliga, Schwäbe. Das ist die Aufstellung von Köln. Skiri. Kainz. Warte mal, da war auch mal bei Bremen hier. Duda. Hagi Adams. Apfel. Schmitz, Özcan, Modeste. Modest auf der Bank, Alter. Krass. Na gut. Wenn Köln sich das leisten kann. Vielleicht war der so schlecht oder so die ersten drei Spieltage. So eine Enttäuschung, dass sie ihn auf der Bank gesetzt haben. Unsere Aufstellung kennen wir ja in- und auswendig. Barrero Martins wird umgeschult auf ZOM. Schröter hat auch irgendwie nicht so Bock zu spielen. Diawuzi heute auf links außen. Vielleicht ändert das ja etwas. Ich weiß es nicht. Kommt, Alter. Wir müssen endlich wieder ein bisschen spielen und gewinnen, Alter. Das sind drei Punkte. Das muss drin sein, Mann. Duda. Ljubicic. Ezibue. Ich kenne die Namen nicht, deswegen. Verzeiht mir. Adams. Duda. Oh, abseits. Aber Köln zeigt schon mal, dass sie passen können. Itta. Läuft. Passt den Ball mit einer Idee. Sahne-Idee auf. Oh, abseits. Warum denn zu ihm? Ich wollte zu da ferner köpfen. Aber schade. Ah, schön. Diawuzi über die Außen. Und dann, ja, das war natürlich meilenweit im Abseits. Dafür braucht man keine Zeitlupe, ehrlich gesagt. Langer Ball zu meinem Spielern Barrero Martins. Barrero Martins! Ganz stark! Nicht wirklich angegriffen von den Kölnern. Zieht er einfach mal durch. Bis in den Strafraum rein und... Was war das für ein Schuss? Das sah ja schon mehr lupfrig aus oder so. Ich hab gedacht, die Situation ist schon vorbei, dass der Kölner Verteidiger da rankommt. Einfach mal durch die Lücke gedribbelt. Der Verteidiger irgendwie viel zu weit gelaufen, so wie meine Verteidiger eigentlich immer agieren. Und dann Martins einfach mit dem Spannschuss. Den Schaufelspannschuss. Da hatte Schwäbe keine Chance. Er hatte einfach keine Chance. Uff, 1:0. Ja, warum denn nicht? Da lief der Barrero Martins einfach mal durch. Warum? Das nehme ich gerne so an. Ezibue. Über. Hä? Er wechselt einfach von selbst weg. Was soll das denn? Flanke schön in die Mitte, Elas, aber da ist... Das ist kein Problem für Inter. Wird da nicht gelegt angeblich. Aber Einwurf hat er rausgeholt. Schön, Diawuzi setzt sich durch. Gegen alle. War das etwa die Idee? Da ist Barrero Martins. Hä? Nein, das war überhaupt nicht so geplant. Diawuzi. Schön. Becker. Da ferner. Da ist Schröter. Setzt sich einfach durch.
Ja, das hat sich keiner freigelaufen. Sehr schade eigentlich. Oh, oh. Köln könnte kontern. Ljubicic. Ezebue. Itta. Oh, schön von Ezebue. Gedoppelt. Flanke, der natürlich... Der Flankenball kommt nicht an. Schlechte Flanke von FC Köln. Stand jetzt führen wir 1-0, aber ihr wisst ja, das bedeutet gar nichts. Guckt euch das an, wo soll ich hinspielen? Jetzt ist alles auf Manndeckung und das ist wieder so eine Schwachstelle, wo ich nicht weiß, was ich dagegen überhaupt machen soll. Schön durchgespielt, abseits. Köln anscheinend jetzt auf mega offensiv. Krass. Guckt euch das an, die sind voll auf Manndeckung. Lauft doch. Ja, da ist Akoto. Da ist Barrero Martins. Und da wird der Ball rübergelegt. Wieder auf Taverna und der macht den Ball einfach rein. 2-0. Desaströse Abwehr von Köln. Was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Kurz auf Amateur gestellt oder was? Stand jetzt. Das müssen wir nutzen, solange es läuft, meine Freunde. Das müssen wir nutzen, solange es läuft. Das ist jetzt Tafernas drittes Tor in der ersten Bundesliga. Soweit ich das noch im Kopf habe hier. Ja, Mann. Einfach easy angenommen und dann konnte er easy durchziehen. Schön den Ball durch den Körper geglitscht, wie wir es von FIFA kennen. Warum nicht? Bruder. Bruder. Köln hat es versucht mit Manndeckung. Sie wissen, Dresden kam mit Manndeckung nie so gut klar. Ein Wunder, dass kein anderer das spielt. Adams. Adams? Adams? Ich weiß es nicht. Ich denke mal Adams. Schöner Flankenball rüber zu unserem Spieler, hätte ich fast gesagt. Duda. Warum zum Teufel macht der da auch? Es ist nicht zu fassen, was der Verteidiger da macht. Das ist so dumm. Das ist kein Wunder, dass wir beide Mannschaften hier an letzter Stelle sind. Aber wo will Bauer da hin? Mann, Alter, das ist so verschenkt. Das ist doch... Die Gegner können eigentlich einfach nur nach vorne passen. Meine Verteidiger machen dann auf. Und dann hast du es einfach. Dann hast du einfach das Tor, ey. Das ist doch scheiße. Mann, ey. Ehrlich. So ein dummes 2-1. Ehrlich. So schlecht verteidigt von Dresden hier schon wieder. Und dann wechselt der halt aber auch immer von selbst. Ich wechsle da schon den Spieler. Ach komm, leck mich einfach. Da ist da Ferner. Gefoult, Alter. Und wie? Schön in die Mitte. Was macht da Ferner jetzt? Mann, Alter. Ja, was ist das? Meine Fresse, ihr spielt echt wie 17. 18. hier. Ey, nicht zu fassen. So eine unkontrollierte Kacke. Oh, Diawusi. Wunderbar mit Energie. Skiri. Cooler Ball, danke. Oh mein Gott, Schallenberg, schnell zurück. Ja, wohin denn? Oh mein Gott, Manndeckung ist on fire hier, ey. Ich hasse sowas, Alter. Guckt euch das an, alle auf Manndeckung. Und dann machen die halt auch so eine Fehler. Es ist doch nicht zu fassen, ey. Oh, Becker. Schön nach unten, da ist Diawusi. Ja, drin das Ding. Ich dachte gerade, ich habe zu lang gebraucht. Krass. Diawusi mit dem 3-1. Das ist ein komisches Spiel. Einfach ein komisches Spiel gerade. Viel Raum für mich. Und wiederum auch nicht. Schöner Ball durch vom Becker, glaube ich. Und dann ist der Torwart Gott sei Dank einen kleinen Schritt zu spät. Und Diawusi erledigt diesen Job. Bam. Gehen wir mal auf Defensiv, Alter. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ich finde halt diese Fehleranfälligkeit so unfassbar übertrieben hoch einfach. Das finde ich so schade. Spiel doch schneller. Ich drück doch schon.
Danke, schön. Wohin, Alter? Oh, meine Fresse, ey. Lass den Scheiß doch einfach. Hört auf, Fußball zu spielen, ehrlich. Was ist das für eine Kacke? Köln absolut aggressiv, ey. Wo zum Fuck spielst du hin? Da ferner mit einem unfassbar schlechten Ball. Sehr schade. Der Mitte muss halt alles zu sein hier. Schön Schallenberg, aufgepasst. Der, wo sie läuft. Aber der kommt nicht gegen Isibue an, oder wie er heißt. Wo ist der Ballmann? Warum wechselt der immer von selbst? Hä, ich hab das nicht auf Wechsel. Ich hab das auf manuell, Alter. Da muss ich gleich nochmal nachgucken, weil das geht gar nicht, dass der da von selbst wechselt. FIFA immer. Da, keins. Köln über außen, Alter. Kboll, nimmt sich einfach den Ball. Kein Manndeckung oder was ist hier los gerade? Komm schon, lauf. Ganz da hinten, Alter. Oh mein Gott, 4-1. Ich hab den nicht mal gesehen. Wo locht auch der denn auf? Was ist das, Mr. Unsichtbar oder was? Oh, Barrero Martins mit dem 4-1. Ich wollte eigentlich, so wie ich das bei Akoto letzte Saison gemacht habe, einfach mal komplett rüber den Ball. Aber wunderbar durchgesetzt von Barrero Martins. Und jetzt steht er da frei vor Schwäbe. Was zur Hölle? 4-1. Was ist das für ein Spektakel? Was ist das für ein Spiel, Mann? So schlechte Mannschaften. Beide Mannschaften sau schlecht einfach. Wir nur einfach offensiv so. Wir versuchen es doch ein bisschen intelligenter als die. So, wunderbar. Aber Barrero Martins kommt einfach nicht an den Ball. Statt gerade durchzulaufen, rennt er nämlich schief. Hä? Und den hättest du jetzt auch noch lassen können. Sehr schade, aber guck mal, unsere Fans sind trotzdem zufrieden heute. Das ist der moralische Push, den wir brauchen. Einen Moment, ich gucke immer in der Halbzeit nach, ob ich noch aufnehme. Ei, kurz mal auf Amateur hier gespielt anscheinend. Wenn jede Mannschaft so wäre, dann könnten wir auch Meister werden. Aber das ist wohl nicht so. Die Yavuzi, die machen alle ein gutes Spiel. Wir brauchen die. Na, wo ist eure Manndeckung hier gerade? Akoto. Das Defensivwunder aus Dresden. Becker. Schön, da ist Akoto. Läuft mal ein Stückchen. Akoto ist immer noch am Laufen. Becker. Barrero Martins. Es ist halt einfach dämlich, wo da fern, was das für Laufwege von da ferner sind für mich, finde ich. Aber gut, passt schon. Skiri kriegt gelb und das völlig zu Recht. Was ist das für ein komisches Spiel? Schröter, ist das überhaupt der Richtige, der jetzt schießen sollte? Itta, Freistoßpräzision. Habe ich echt keinen besseren Freistoßschützen als Schröter? Es ist nicht zu fassen mit einer 53. Komm. Gemischt. Was auch immer gemischt ist, Hauptsache aufs Tor. Uiuiui. Ich werde vielleicht die Trikotnummern werde ich einfach nicht anpassen. Das wird einfach so bleiben. Barrero Martins fängt den Ball eigentlich gut ab, aber der ist natürlich sofort wieder weg und das ist auch so eine Sache, die hasse ich an FIFA so abgöttisch. Diese zweiten Bälle sind immer weg. Köln, desolat. Köln, desolat. Dresden. Versucht's mal und Broll! Immer hellwach, egal wie es steht. Ecke Köln. Können sie daraus Profit schlagen? Die Dresdner hoffen natürlich nicht. Hä? Was ist denn hier passiert? Der Ball geht ins Aus. Einwurf für Dresden anscheinend. Elas mit dem Einwurf. Schröter. Akoto. Kämpft doch einfach weiter. Was soll sowas eigentlich? Warum kämpfen die Gegner immer weiter, während meine nie kämpfen, Alter? Das ist so schade. Und die können sich da einfach immer so den Ball schön im Strafraum zuschieben. Das ist nicht normal. Komm, wir gucken generell mal nach Wechsel. Die Yavuzi hat stark gespielt.
Aber der ist nun mit seinem Latein oder mit seiner Geschwindigkeit auch ein bisschen am Ende. Königsdorfer muss raus. Was haben wir noch? Becker, Merschel. Merschel ist halt auch immer gut. Der kann wenigstens schießen. Lassen wir das erstmal so. Komm schon, passt. Boing. Ein Wechsel. Andersson raus, Adams rein. Und bei Köln und bei Dresden stark rein. Schallenberg raus. Abstoß für die Dresdner. Roll nach hinten. Schön rübergelegt vom Bauer. Nicht durchgesetzt von Königsdörfer, ist ja klar. Das kennen wir ja nicht anders. Hä? Hä? Was ist hier passiert schon wieder? Ich kann das nicht verstehen mit dem Spiel manchmal, du. Lauf doch Alter, der ist so langsam. Jetzt, ich hätte schon längst bei Rero Martins anspielen können, ne? Ich will's nur sagen. Was ist das denn? Ich hasse es so sehr. Okay, frisch drinne der Stark, konnte sich aber nicht durchsetzen. War nicht gerade stark von ihm. Schade. Übers. Jetzt ist das Spiel, hat sich ein bisschen beruhigt. Und der Ball auf Schröter kommt. Schröter macht den aber rein. 5-1. Oh, ein Offensivspektakel von Dresden, aber die Kölner machen es halt auch einfach leicht. Was willst du da machen? Da führt man 5-1 in Köln, auf Köln. Das ist schon sehr desaströs. Schön abgewartet von Barrero Martins und dann Schröter einfach in die Ecke gezimmert. Richtiges Timing beim Schuss. Der Torwart, ja, wenn er einen guten Tag gehabt hätte, hätte er den auch halten können, aber alles in allem ein gutes Tor. Andersson geht ihn raus auf Ljubic. Hat da Ferner schon getroffen? Ich weiß es nicht, ja, ne? Oh! Und dann spielen sie sich den selbst ins Aus. Also, da ist, stimmt eindeutig vieles bei der Moral nicht. Und das war jetzt natürlich auch schön verteilt von den Kölnern. Einfach den Ball abgefangen. Also, es sind Ansätze zu sehen, wie sie mit Manndeckung und so eigentlich relativ gut agieren, aber irgendwie schön durchgespielt. Da ist Stark. Stark läuft. Stark läuft. Auf da Ferner der Ball. Langes Eck. Oh nein, kurzes Eck meine ich natürlich. Diesmal nicht drinne. Schade. Eckball. Schröter. Da Ferner kniet einfach nieder oder so. Keine Ahnung, was sein Ding, sein Problem ist. Ehlers auf Außen. Einfach da rübergelegt. Da ist Stark. Da ist da Ferner, der nicht, sich nicht durchsetzen kann, leider. Schade. Keins. Der macht auch keins heute. Jetzt versuchen sie es mit super starken Kurzpassspielen, den hätte Stark sogar haben können, aber irgendwie hat er seinen falschen Fuß benutzt, um den abzufangen. Wir alle fragen uns warum, aber schade. Ja, komm Stark, ich weiß, du kannst das, du bist stark. Du bist Stammspieler der letzten Saison gewesen. Maßgeblich verantwortlich für den Aufstieg auch, ne? Itter. Abseits, abseits für Köln. Abseits haben die Kölner da gemacht. Nicht gut. Itter. Schön. Wohin? Da sollte der irgendwo hin, aber ach komm, nicht zu ihm, Mann. Scheiße. Schön durchgesteckt. Jetzt steht er frei vom Tor und Uth verwandelt den. Sauber. Wow. Ich meine, den hätte Broll irgendwie auch halten können. Der war direkt über seinen Kopf, aber der war wohl zu stark geschossen auch einfach. Konter von Köln. 5-2 nur noch. Also wenn man nicht aufpasst, geht sowas auch schnell wieder nach hinten los. Schön freigelaufen, schöner Pass auch. Wunderbar. Und der Schuss. Ja, weiß ich nicht. Der Schuss. Hätte ich jetzt haltbar gesagt, aber gut, Broll. Vielleicht auch gerade nicht so motiviert, wer weiß.
Barreiro Martins. Ein kleiner Sprint von Stark. Schröter. Hä, wohin? Meine Fresse, diese Fehlpässe, Mann. Ich hab doch nicht dahin geschossen, gezielt, Mann. Ey, als ob ich so blöd wäre und den dahin haben wollen würde, weißt du? So, oh. Keine Ahnung, ob ich zu blöd bin, den Stick richtig zu bewegen, aber eigentlich nicht. Köln über außen. Sie versuchen es jetzt trotzdem offensiv. Schöne Flanke, aber das ist kein Problem für Broll. Ja, schieß ihn doch einfach in die Beine, Akoto. Schröter hat den Ball. Schröter sprintet kurz in die Mitte. Da ist... Mann, das dauert zu lange. Ich hätte ihn noch irgendwem anpassen sollen. Jetzt geht's los, Alter. Hector. Hector über außen. Digga, Mann, wie dieses haptische Feedback einfach immer einrastet bei dem Spiel, ne? Unfassbar. Ah, schön, durch die Lücke gespielt vom Verteidiger von Köln. Kainz über außen, der läuft, der tippelt, der setzt sich irgendwie durch. Und dann spielt Power ihn einfach wieder an. Und dann hätte es eigentlich 5-3 stehen müssen, ganz ehrlich. Sind wir da mal ganz ehrlich. Becker raus, komm, einen geben wir auch noch die Chance hier, weiß ich auch nicht wen, aber irgendwer kann noch. Merschel hier, Merschel ist ein guter Mann. Ausgeschöpft, wem habe ich noch ausgewechselt? Ach ja, Königsdorf. Na gut. Eck bei Köln. Schön, da ist Itter. Schön Becker, der Neue. Der neue Mann, lauft doch mit, Leute. Lauft doch einfach mit. Da ist Becker. Läuft. Er muss es quasi selbst machen. Er müsste es selbst machen, weil keiner hinterherkommt. Das ist nicht zu fassen. Sie alle pimmeln da irgendwo in der Mitte rum. Das ist nicht normal, ey. Becker. Schon wieder. Gut abgefuckt. Becker. Schön. Da ferner. Setzt sich halt nicht durch. Ist klar. Schade. Der Becker will ihn einsetzen. Aber auf ihn sich zu fokussieren ist anscheinend auch... Ja, ich wollte doch genau mich dazwischen werfen. Und 5-3 ist genau das richtige Ergebnis für unsere beiden Lappenvereine da. Oh, ey, Mann, das ist so schlecht verteidigt. Guck mal, wie ich denn die 32 rausziehe da noch, damit ich da eigentlich reinkommen kann. Aber den hat er dann da gut in die Schnittstelle gespielt. Das ist... Ich kann echt froh sein, dass die so schlecht verteidigt haben. Und wir wenigstens ein paar Tore gemacht haben. Becker. Schade. Das war auch sehr beschissen am Ende, aber letzten Endes zählt nur der Sieg. 3 Punkte, unsere ersten 3 Punkte, die sind wichtig. Wichtige 3 Punkte, meine Freunde. Wir müssen uns da irgendwie noch sehr, sehr stark verbessern, aber boah. Barreiro Martins, natürlich der Spieler des Spiels. 2 Tore gemacht, locker auch ein paar Vorlagen rausgehauen, mindestens eine. Und dann gehen wir siegreich vom Feld. Warum denn nicht? Vielleicht gibt das ein bisschen Selbstvertrauen. 5-3, was ist das für ein Ergebnis zwischen den... Was sagt das aus über den 18. und 17.? Unfassbar. Abstiegsduell, auch wenn es natürlich... Guck mal, da hat Barreiro Martins einfach sich durchgesetzt da, ey. Bam, dachte sich, ich fass mir einfach mal ein Herz und zwirbel den da rein irgendwie mit meinem linken Schaufelfuß. Warum nicht? Das sah sogar richtig gelangweilt aus. Und dann da ferner nach. Pass auf Diawuzi, da ferner nimmt den an. Und verwandelt ihn. Ja, warum nicht? Das muss man auch erstmal so machen. Das ist ja wie beim Training, ey. Sau scheiße verteidigt einfach. Bam. Dann haben wir T. Adams, da habe ich mich noch aufgeregt. Ich erinnere mich. Zack, wann rege ich mich eigentlich nicht auf in dieses Spiel? Dieses Spiel ist so auf. Aber dass so eine Bälle auch durchkommt, ich kann es einfach nicht glauben, ehrlich. Da hätte ich, glaube ich, den Verteidiger rausziehen müssen, ey.
Ich denke immer halt, die Verteidiger müssen stehen, aber ich denke, in der Situation wäre es besser gewesen, die Verteidigung rauszuholen. Da muss man mal ein bisschen lernen. Da war sau viel Platz. Diawosi chillt einfach fast direkt vorm Torwart und verwandelt den auch sehr, sehr knapp und eiskalt. Das muss man mal ihm zugute heißen, Alter. Der Diawosi, der haut da schon außen immer einen raus. Der ist immer ein guter Spieler. So, dann haben wir nochmal Martinez. Blanken Ball, der da genau zu ihm kommt. Obwohl ich eigentlich jemand anders anspielen wollte. Aber gut, warum denn nicht? Wunderbarer Flankenball. Ich glaube, Itta war es, ne? Der hat sich schon gut etabliert. Boom. Da baggert der den Ball auch von unten weg mit dem Fuß. Auch nicht schlecht. Uff. Und dann haben wir noch Schröter. Schröter auch mit dem Tor. Sehr wichtig. Auch wenn er sich 100 Jahre Zeit gelassen hat. Schön in die Mitte gezogen und dann einfach ins lange Eck. So gehört sich das. Ein Tor wie aus dem Lehrbuch und dann dieser Ball. Schön, wie er sich da freiläuft. Ich wünschte, sowas würde da Ferner auch mal machen, ey. Oder ich verteidige einfach zu blöd. Ich glaube, die Verteidiger sind einfach dran. Aber der Computer kann ja gefühlt auch alle gleichzeitig steuern. Das ist halt irgendwie auch nicht ganz so fair, ne? Sag ich doch, den hätte Boll duckt sich sogar noch weg. Ich glaube, der wollte einfach Kopfverletzung vermeiden. Und der macht einfach mal zwei Tore in der Nachspielzeit. Also in der Nachspielzeit, in der späteren Zeit. Also das sollte denen doch zu denken geben. Und was für ein Schuss. Wen oder was sie da vorne reinstellen. Mann. Den hat er satt getroffen. Wow. So wie Leute, die gerade aus dem Restaurant kommen, die trifft man auch immer satt. Itta nur eine 7,0. Komm, lass mal gucken, was für Bewertung. Barreiro Martins mit 7,8. Und da Ferner 7,3. Ja, ist in Ordnung. Interview nach dem Spiel. Können wir uns geben, Leute. Können wir uns geben. 11. September. Oh Gottes Willen. Vielen Dank, dass ich kurz nach Spiel. Barreiro Martins hat heute zwei Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Ende des Spiels. Er war sensationell. Insgesamt eine tolle Leistung, Alter. Aber Martins war echt der Schlüsselspieler zu der Zeit. Also zu dem Spiel. Ihre Siegchancen waren nur gering. Hätten sie mit dem Resultat gerechnet? Was? Gering? Ich war siegessicher, Leute. Trotz eines mäßigen Auftakts mit zwei Toren gewonnen. Waren sie nervös, als sie in der Hälfte nicht treffen konnten? In der ersten Hälfte. Was? Ich kenne meine Jungs und ich weiß, was sie können. Man muss geduldig bleiben und auf die Tore warten. Das war heute auch so. Ja, auf jeden Fall, ey. Danke für dieses Gespräch. Keine weiteren Fragen, danke. Kein Problem. Ach, du solltest mal weniger auf die Medien hören hier. Das Team ändert sich wöchentlich. Also scheiß dir nicht in die Hosen, Merschel. Was ist denn das? Ja, wir haben uns aus den unteren Tabellenregionen rausgekämpft am 14. Spieltag. Ne? Und der nächste Gegner ist Stuttgart, direkt ein hinter uns. Hallo, Boss, sorry, dass ich schon wieder ansprechen muss, aber die Mannschaft macht sich halt ihre Gedanken. Die Jungs warten und warten, aber es kommt einfach nichts. Alles bleibt, wie es ist. Wir sind frustriert. Wie sieht ihr Plan denn nun aus? Wie wollen wir uns hier auf die Erfolgsschiene bringen? Was bleibt, wie es ist? Ist doch egal, was ich mache, oder? Wer würde das freiwillig wählen? Gebe alles, glaub mir. Sitze ja nicht nur tatenlos rum, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ich stehe immer unter Strom. So ist es du mal. Darüber beschwere ich mich ja auch gar nicht. Ich ruhe mich nicht aus, bevor ich die richtigen Antworten gefunden habe, die uns wieder auf die Erfolgsschiene bringen. Es ändert sich gar nichts. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen, aber wir sind auf 80 gerade. Wow. Nicht mal auf 180. Obwohl mich das manchmal schon auf 180 bringt. Legende, siehst du, der Spieler-Wettkämpfer-Modus habe ich definitiv ausgemacht. Spielerbasierte Geschwindigkeit. Aha, was ist das? Noch bessere Intelligenz. Ich bin nicht mal auf komplett Dings. Das ist doch voll übel. Blende die Schnellwechselanzeige ein aus. Aha, Ball, Standard, scheißegal. Geschwindigkeit, normal. Halbzeitlänge, nee, ich wollte was anderes. Kamera, visuell, Audio, Benutzer, Gameplay anpassen. Da habe ich auch nichts verändert. Nur falls das mal gesagt wurde. Ich will hier... Wissen Sie es? Während des Spiels, Alter. Nein, ich will hier, warte mal. Was mit dem Wechsel? Wo ist das?
Kann ich das nur im Spiel machen oder was? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Profit minus 20 Millionen. Alles plangemäß. Abstieg vermeiden. Erreiche 10 Spiele mit mindestens erzielten Tor im Heimspielen. Was ist das denn? Warte mal. Das ist auch interessant jetzt hier. Erreiche 10 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor im Heimspielen dieser Saison. 2 von 10 Spielen. Also in jedem Heimspiel habe ich bis jetzt getroffen. Aktueller Rang 14. Das ist natürlich super. Nachwuchsentwicklung, verpflichte, teilnahmeberechtigt 0. Mittlere Priorität, Gott sei Dank. Verpflichte einen wichtigen Spieler, 0 von 1 beendet. Ja, das hätte ich ja gern gehabt, aber nein. Niedrig. Ich habe keine Ziele, kontinental, ist ja klar. Sehr niedrig. Bundesliga-Abstieg vermeiden. Runde der letzten 16 erreichen. Über zweite Bundesliga-Saisons Mittelfeldplatz. Mittelfeldplatz. Verbleibende Saisons 2. Das würde ich gern dieses Mal schon schaffen. Das wäre cool. Finanzen. Bei den Finanzen geht es um ein Erziele über 2 Saisons ein Profit von 15 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Lull? Nein? Was ist mit denen? Na gut, liebe Freunde. Danach geht's gegen Stuttgart, den 16. Das klingt wie ein Adelstitel. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederspielen.